Ikea, ich komme! Dieser Mini-Stuhl. Ja. So, das hier ist der Tisch, den ich haben will als Schminktisch. Weil der hat hier so richtige Schubladen, weil mein Schreibtisch nicht jetzt habe, hat keine richtigen Schubladen. Aber ich hoffe, den gibt es auch in Weiß. Ich habe einen Teppich gefunden. Der hat nicht so lange Teppichhaare, weil ich habe eine Stauballergie und da muss ich jeden Morgen niesen. 650. Ach, zu Hause im Hall. Ich habe schon so einen coolen Bademantel gefunden, der passt schon gut. Wieder zu Hause! Ich zeige euch schnell, was ich gekauft habe und dann muss ich wieder anfangen aufzubauen mit meinem tollen Schreibtisch hier, beziehungsweise Schminktisch, der eigentlich ein Schreibtisch ist. Aber das Ding ist, der ist so schwer, ne? Man muss mit drei Personen den hier hochhieven. Und ja, also hier ist not at all. Muss ich hier abstellen, sonst geht das nicht. Also, einmal den Teppich hier, den ich gekauft habe. Ich glaube, der passt sehr gut hier rein, weil guck mal. Ich habe auch so sandfarbene Fliesen, dann passt das, glaube ich, sehr gut. Und dann habe ich hier noch diese Einlagen gekauft. Also da kann man dann hier so ein paar Schminkpinsel oder Make-up-Sachen so reinsortieren. Das kann man auch hier noch zuschneiden. Dann habe ich hier noch so weiße Körbchen, die kommen in mein Bad. Ich habe, die anderen sind nach unten, glaube ich. Ich habe zwei von denen, also von den höheren und zwei niedrigere. Und hier, das sind Blumentöpfe. Ich wollte, glaube ich, einen für eine Pflanze nehmen. Und den anderen füge ich vielleicht so ein paar Make-up-Sachen ins Bad rein, weil ich habe noch nichts Schönes gefunden. Und dann habe ich hier noch diesen Bademantel, weil der so gut zu meinem Bad passt. Und der ist auch so ein Waffelstoff, der ist voll bequem, voll gemütlich. Und, ah, hier, das habe ich noch. Ist hier so eine Kiste, da wollte ich mal gucken, ob die in mein Bad schön reinpasst. Ja, das war's, jetzt muss ich mal aufbauen. Das baue ich jetzt mal als erstes auf, ich muss es einfach haben. Fertig, das kommt jetzt hier in die Ecke. Hier ist noch keine Schraube drin. Ich habe mich schon gewundert, warum ich denn drei Schrauben übrig habe. Hey, das passt aber gut zu diesem Beachstück, weil ich wollte jetzt auch so ein bisschen mein Zimmer so ein bisschen strandmäßig einräumen, weil wir wohnen jetzt hier auch so ziemlich nah am Meer und dann fand ich das schön. Darf ich das hier stehen? Ich zeige euch mal die Ecke. Ich will euch noch nicht zu viel zeigen, weil ich will ja noch eine Roomtour machen. Aber ich finde, das Regal sieht schon voll schön aus. Und ich baue jetzt mit meiner Mama hier meinen Schminktisch auf. Und den Rest seht ihr, glaube ich, in der Roomtour. Vielleicht gebe ich euch kurze Updates, aber kriegt hier schon mal einen Sneak Peek. Tada, er steht. Guckt, ich habe jetzt hier bei diesem Ding, was man noch da reinmachen kann, in die Schubladen. Hier habe ich das so ganz gelassen und hier habe ich es irgendwie abgeschnitten, weil da irgendwie für meinen Tisch für Micke, so heißt der, eine Schneidelinie war. Keine Ahnung, ob es irgendwie besser ist oder nicht. Aber ich überlege jetzt, was ich mit dem Schreibtisch mache, weil den brauche ich ja jetzt eigentlich nicht mehr, wenn ich das habe. Obwohl das ja eigentlich mein Schminktisch ist. Aber irgendwie ist es überflüssig und sieht dann doof aus. Deshalb schaue ich jetzt mal, ob ich das vielleicht darüber stelle, was ich mit dem mache. Da muss ich jetzt noch ein bisschen gucken. Hallo, guten Morgen. So Leute, es geht weiter. Guck mal meinen Fortschritt. Ich bin voll weit gekommen beim Zimmer. Sieht schon fast fertig aus. Nur ein bisschen unordentlich. Als hätte ich 100 Jahre nicht aufgeräumt. Aber egal. Ich habe nämlich gerade Schmuck gefunden. Und den muss ich jetzt einsortieren, weil ich habe so viel Schmuck in meinem Badezimmer. Und jetzt habe ich das hier noch alles gefunden. Und jetzt mache ich das hier erstmal in diese Schubladen rein. Ich räume nämlich gerade meinen Schminktisch ein. Ich habe noch mehr gefunden. Okay, alles eingeräumt. Dann kommt jetzt die Roomtour für euch. Hola! Kommt herein in mein neues Zimmer. Das erste Prinzip, wenn man reinkommt, ist mein Lieblingsplatz, mein Bett. Also ich hatte ja vorher immer so Überdecken. Und dann tausend Sachen da drauf, weil ich wollte alles so ein bisschen cleaner halten in meinem neuen Zimmer, so ein bisschen Beach-Look und wie so ein bisschen in so einem Hotelzimmer, weil es ist mir alles immer so unruhig ist. Und deshalb habe ich auch so schöne weiße Bettwäsche mit passenden Kissen. Hier ist mein Lesekissen und da ist mein Lieblings-Squishmallow. Der ist immer mit dabei. Und hier seht ihr auch schon meinen Teppich. Den habt ihr ja schon im Ikea gesehen, aber ich finde, der ist richtig geil, weil der ist auch schön flauschig.
Linda belegt den auch immer schön. Also den teilen wir uns. Und ich finde, der passt auch farblich voll gut hier zum Boden und das ganze Schema vom Zimmer rein. Hier kann man auch mal schön gemütlich sitzen irgendwie, irgendwas am Handy gucken oder sich stretchen. Da habe ich ja auch manchmal, wenn ich keinen Bock habe, meine Turnmatte extra auszubreiten. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz zum Nachttisch rüber, weil dann sind wir gerade mal beim Bett. Und den habe ich aus meinem alten Zimmer einfach mitgebracht. Ich setze mich gerade in diesen Stuhl rein, der ist nämlich auch mega cool. Der ist voll bequem. Ich weiß nicht, vielleicht stelle ich ihn im Sommer auch mal raus oder so. Aber jetzt gerade finde ich ihn hier eigentlich ganz cool, weil hier kann ich immer meine Kissen reintun und so. Und ja, hier ist mein Nachttisch. Hier habe ich meine Salzlampe drauf. Die muss auf jeden Fall wieder aufgebaut werden, weil ich die so schön finde. Und hier ist wieder so ein kleines Ding mit meinem Labello, weil ich kann leider nicht einschlafen, ohne dass ich so Lippenbalsam drauf habe. Und dann habe ich hier so schön meine Taschentücher-Deko. Ich wollte nicht immer da so hinrotzen, deshalb sind die hier in diesem Glas, damit es ein bisschen schöner aussieht. Da hält das an den Lichtervorhang, den Max mit Mühe und Arbeit angebracht hat. Und darüber hat er wieder Efeu gemacht. Und Max war so ein kleiner Zimmerberater hier, der hat gesagt, das Efeu muss am Ende noch runterhängen und der Lichtervorhang muss so. Und jetzt ist es so die schön geworden, finde ich. Und hier habe ich auch noch so ein kleines Licht. Das ist praktisch für abends. So, dann kann man das ausmachen, wenn man hier im Bett liegt. Das sind meine Kissen, ich zeige euch mal genauer. Also hier ist dieser riesen Lesesitz, den finde ich immer noch richtig cool. Und hier ist mein Lieblings-Squishmallow. Hier habe ich noch so ein beiges Kissen. Ich fand das fast gut hier so in dieses Beachzimmer rein. Und hier sind halt diese Kissen passend zur Bettwäsche. Dann lege ich mir jetzt abends immer alles so hin und schlafe auf diesen Kissen hier. Und ja, dann mache ich das mal kurz wieder schön ordentlich hier alles. Ich habe hier noch vergessen, also hier hängt jetzt noch ein Bild. Ich wollte die anderen Wände so ein bisschen stiller halten. Habe ich dieses Palmenbild aufgehangen. Und hier hängt mein Playbutton. Genau. Doch, würde ich sagen, gehen wir mal rüber zur anderen Seite. Ich habe jetzt meinen Schreibtisch durch den Schminktisch getauscht. Ich mir so dachte, ich habe nur mein iPad und das kann ich auch in einem Schminktisch machen. Sitze ich dann hier morgens immer und mache mich fertig. Hier kann ich meine Haare machen und hier habe ich schön mein Everyday Make-up und das ist mein neuer Schminkspiegel. Ich wollte schon immer so einen haben mit so Hollywood-Lichter-Dingern und man kann hier auch die Farben ändern. Das ist so ein bisschen so ein warmeres Licht. Ich mag warmes Licht lieber, das benutze ich immer. Und so ein kaltes und noch so ein mittelkaltes. Hier kann man das noch dimmen. Das ist praktisch für morgens. Und meine Augen sind morgens noch nicht so wach und dann dimme ich das Licht immer. Und ja, hier habe ich so ein bisschen Parfum stehen, Body Spray, mein 6-Minuten-Tagebuch. Schraube ich auch mal schön rein. Hier habe ich meinen Staubsauger für den Tisch, weil manchmal liegen hier so viel Puderstaubkrümel, dann sauge ich die ein. Hier ist dann noch so ein kleines Körbchen mit so Krimskrams, ein Zellenwasser. Hier ist mein stylisches Ding, was ich morgens anziehe, um mein Make-up zu machen. Hier habe ich mein Handy immer schön laden, das ist praktisch. Dann habe ich hier meine Blume, die habe ich im Ikea gesehen und die musste mit, weil ich finde, die passt perfekt in diese Ecke rein. Und die ist nicht unbedingt echt. Bei echten Pflanzen, gerade die Palmen, gehen eh mal kaputt drin. Ne? Dann kaufe ich eine Pflanze und dann verreckt die mir so 3 Tage später. Dann ist es zu schade, weil die Pflanze bei jemandem leben könnte, der sie besser will als ich. Deshalb habe ich einfach eine Plastikpflanze, die ich aber genauso schön finde. Das hier ist meine neue Collagewand. Die ist noch ein bisschen beige, beach gehalten und so. Und die Bilder sind richtig schön, finde ich diesmal. Und ja, alles ein bisschen gemischt. Hier sind noch so ein paar rote Neon dabei. Das ist mein Lieblingsbild. Das finde ich voll cool von diesem Auto hier. Ich will immer so einen Jeep haben. Ich mag wirklich Autos. Ihr wollt bestimmt jetzt auch noch wissen, was in meinen Schubladen drin ist. Ich kenne euch. Deshalb öffne ich die mal für euch. Also, hier habe ich so ein bisschen Make-up-Pinsel liegen. Noch so ein paar Ersatzprodukte hier. Highlighter, Bronzer, Stift, nochmal Bronzer. Hier ist Highlighter. Hier ist mein Pickelzeug. Wasserfeste Mascara. Hier noch so eine Labello. Und hier hinten sind so Haarklammern. Habt ihr gesehen, wie ich das alles einsortiert habe? Das war eine Sauarbeit, vor allem die Sachen erstmal auszusortieren. Hier liegt jetzt noch so ein bisschen Krimskrams-Schmuck, wie so kleine Ohrringe und Ringe. Hier habe ich ganz viele Armbänder. Die ziehe ich euch im Sommer eher an, jetzt hier im Winter. Die finde ich auch nicht ganz cool. Hier ist nochmal so ein Kästchen für meine Ohrringe. Und hier hinten liegt auch nochmal Schmuck und so kleine Schmuckkästchen. Das ist was für die Ohrlöcher zu desinfizieren mit den Ohrringen. Und ja, ich glaube, wir gehen mal zur anderen Schublade. Deswegen ist mein Koffer. Ich habe hier einfach so ein Fellkissen draufgelegt. Oh, das Schildchen muss ich noch abschneiden. Ich verdecke es kurz. Also hier in der Schublade ist mehr so Krimskrams drin. Also hier habe ich Handdesinfektionsmittel, meine Sonnenbrille,
Apple Watch und hier sind noch verschiedene Armbänder für die Apple Watch. Da ist auch noch eine andere Uhr. Also Fortbildkamera, was rede ich da, so Fortbildkamera, so eine ältere Kamera, die man entwickeln muss, so eine Einwegkamera. Hier habe ich noch mehr Make-up, Case liegt bei Handyhüllen. Das ist so ein Ladecase für meine Apple Watch und hier sind noch mein iPad und noch eine iPad-Hülle mit Tastatur. Cleansing Wipes für mein Handy. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Hier steht jetzt mein Regal. Ich brauche immer ein Regal für Krimskrams, weil ich habe einfach so viel Zeugs. Also hier steht mein Galaxy-Projekt da oben auf. Dann habe ich hier so ein Köpfchen mit wichtigen Sachen. Hier ist meine Fernbedienung für die LED-Lights. Hier Sonnenbrillen-Etui. MacBook-Kabel. Das ist auch mal wichtig, weil ich tue das immer. Das ist so ein kleines Stativ für meine Kamera. Und da liegt noch eine Powerbank. Und hier habe ich eine coole LED-Leuchte aus meinem Shop. Die kommt bei Leute. Vielleicht erkennt ihr dieses Regenbogen-Design wieder. Hier kann man die anmachen und die Farben auch wechseln. Das finde ich richtig, richtig cool. Passt gut zu meinem LED-Lights und so. Wechselt auch von selber die Farbe. Kann man alles einstellen. Und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das finde ich voll cool. Ich mache mal was anderes in meinem Shop habe als nur Klamotten. Hier neben ist mal ein kleiner Diffoom-Lautsprecher. Den muss ich aufladen. Ich habe es vergessen. Aber hier neben ist mein Apple Watch-Ladekabel. Und wieder eine Lanze. Die ist natürlich auch fake. Hier drunter ist eine Krimskrams-Box, da bewahre ich meine Briefsachen auf. Hier ist Nagellack und hier ist noch mehr Krimskrams. Hier sind Kuschelsocken drin, weil ich wollte die so separat haben, weil ich liebe Kuschelsocken, ich ziehe immer Kuschelsocken an. Und hier ist noch so ein bisschen Mal-Schul-Bastel-Zeugs. Hier sind ganz viele Stifte und Mäppchen. Hier ist noch so ein Körbchen mit meinem Secret-Tagebuch und so einem kleinen Lämpchen. Das ist so eine Sunlight-Lampe. Mein Schülerkalender, der erste. Noch mehr Schreib- und Bastelkrams. Mein Zauberstab. Und ja, das ist dieses Regal. Oben drüber habe ich jetzt noch diese Pinboard-Band. Also hier habe ich so ein paar Bilder von meinen Freunden und Family drauf. Und das ist Blair Waldorf aus Gossip Girl. Hinterfragt es nicht, ich fand's cool. Überlappfällig. Und ja, dann habe ich hier dieses Bild. Eigentlich wollte ich noch das Bild irgendwie anpassen, das hier reintun, weil das passt besser an diesen Beatstück, als hier noch dieses von meinem alten Zimmer. Jetzt stelle ich es einfach hier vor und wir stellen es einfach vor, es wäre da drin. Und ja, hier ist mein Siri-Ding. Genau, das muss ich noch neu konfigurieren. Geht gerade nicht. Bin dran. Oh mein Gott, das geht doch. Finde das leider nicht in deiner Mediathek. Möchtest du es dir jetzt mit einem kostenlosen Probeabo für Apple Music Voice Preview entwickeln? Nein, ich drehe gerade eine Roomtour aus! Entschuldige, da hat etwas nicht funktioniert. Bitte versuche es nochmal. Nein! Dann habe ich hier meine Lampe, mein cooles Stativ. Das benutze ich mir für TikToks und sonstige Sachen. Das ist das Regal, das habt ihr ja schon gesehen. Das fand ich richtig cool. Jetzt zeige ich mal, was ich hier draufgestellt habe. Eine Fake-Pflanze, das ist das Erinnerungsbuch von Anja und mir, da sind ganz, ganz viele Bilder von uns drin. Hier ist mein kleines Sonnenbrillen-Case. Das hat mir meine Freundin geschenkt früher. Das heißt einfach Marvin, das ist so ein Duschgel, das riecht übelst gut und das fand ich so cool. Ich habe es noch nie benutzt, weil ich es als Deko aufstelle. Dann habe ich hier mein Harry Potter Schreibfeder-Set. Ich habe es einmal benutzt und dann ist mir Tinte auf meine Klamotten gekommen, deshalb muss ich mal ein bisschen üben. Hier hinter habe ich das XOXO gehängt. Das muss ich gerade mal anmachen. Wartet. Tada! Dann habe ich hier noch... Ah, wartet. Hier ist so ein cooles Ding. Das kann man über so eine Handyhülle machen. Über sein Handy. Und dann kann man das so umhängen. Also falls man nicht in eine Handyhülle wechseln will. Und das ist praktisch zum Joggen gehen oder so. Dann habe ich hier zwei Bücher. Fake-Hosen. Kopfhörer. Hier ist eine Kette, die ich heute zusammen mit Project Wings gemacht habe. Hier ist so ein kleines Schälchen, farblich gut gepasst zu dem hier. Und hier sind meine Lieblingsbücher: Silbertriologie, Edelsteintriologie und ja, hier ist eine Duftkerze. Hier sind meine Lieblingsringe drin, meine Harry Potter Sachen. Hier sind meine ganzen Lernhefte, die ich gerade rausgebraucht habe. Ich habe sehr viele Ausgaben nach vorne und welche habe ich hier hingetan? Also hier sind noch Mathe und Deutsch. Genau, das lege ich aber jetzt gerade wieder hier drauf, weil ich wusste nur nicht, wo ich es aufhänge. Und hier sind meine Schülerkalender, auch in dreifacher Ausgabe, falls irgendwer eins mitnehmen will. Das ist mein neuer Schülerkalender und ich finde, der ist so schön. Eigentlich hätte ich die Sachen oben hinstellen sollen, aber naja. Genau, und dann ist hier mein Herzspiegel, den finde ich auch sehr cool, das habe ich den wieder aufgehangen, einfach hier so in die Ecke. Dann geht es hier raus auf meinen Balkon.
Also, hier ist ein Außenteppich, ein kleiner Tisch, hier sind Vorhänge und dann habe ich hier meine Hängesessel. Hui! Kann ich drin lesen oder einfach drin sitzen. Jetzt seht ihr mich nicht mehr. Das hier sind meine Vorhänge, die kann man auch zur Seite machen und so. Das finde ich ganz schön so im Sommer. Und hier wollte ich so eine Palette hinmachen, so als eine Sitzecke, wie man es auf Pinterest oder so sieht. Vielleicht mache ich mal so ein Balkon-Makeover im Sommer. Kommt wieder rein. Hier kann ich wieder zumachen. Hier geht es rein in meinen Kleiderschrank. Also, ich mache den jetzt nicht auf, weil ich habe es nicht aufgeräumt. Okay, es ist nicht sortiert, es tut mir leid. Vielleicht mache ich mal eine Klausentour, wenn es aufgeräumter ist, aber... Ja, hier habe ich meine Ketten aufgehakt. Ich hatte das T-Shirt dazu gesehen, das fand ich voll cool. Hier dann die Pinnwand, da kann man so seine Lieblingssachen dranhängen. Finde ich eigentlich ganz praktisch. So, hier ist noch so ein großer Spiegel. Und hier habe ich an der Seite so eine Tasche aufgehangen und meine drei Lieblingscappies. Und ich finde das cool, ich habe noch mit Nägeln da an die Wand gehangen. Und ja, das ist mein kleiner Kleiderschrankbereich. Und hier geht es gerade in mein Bad. Also ich teile das mit meiner Mama, weil wir haben so ein Männer- und Frauenbad getrennt gemacht. Hier habe ich mein hübsches Klo. Und hier hängt mein Handtuch, so eine Handtuchleiter. Mein Bademantel von Ikea. Und ja, hier ist meine Badewanne mit Dusche. So, Badezeugs. Und eine Kerze. Oh, soll ich meine Lieblingskerze zeigen? Ich war bei Zara Home und da riecht es immer so geil. Da habe ich gefragt, was sie da benutzen. Dann haben die gesagt, dass es dieser White Jasmine Geruch ist. Dann habe ich mir so eine Duftkerze geholt. Und dann riecht mein Bad wie Zara Home. Ja, hier habe ich noch so ein bisschen kleine Körbchen geholt. Fand ich süß. Kontaktlinsen sind hier drin. Haargummis, Zahnspangen, Zeug. Tolles da Parfum. Und ja, das ist so mein Bad. So sieht mein Zimmer dann aus, wenn man von hier kommt. Okay, jetzt sind wir einmal durch in meinem neuen Zimmer. Und jetzt gibt es noch das Shoutout of the Day. Yay! Heute grüße ich mal die Nael. Sie hat geschrieben: Hallo Mami, kleine Frage. Kannst du auch mal zu deinem neuen Haus eine Haustour machen, bitte? Und ist das neue Haus auch auf einer Etage oder hast du eine Treppe? Wäre lieb, wenn du das beantworten könntest. Danke für Nael, ausgesprochen. Nael, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. PS, du bist mein größtes Idol. Ganz, ganz liebe Grüße gehen erstmal raus an dich. Und zu den Fragen, also mit der Haustour, ich muss erstmal mit meinen Eltern nochmal sprechen, weil letztes Mal habe ich auch eine Haustour gemacht und da war das Problem, es haben echt viele Leute rausgefunden, wo ich gewohnt habe. Und es war dann nicht so lustig, da habe ich Briefe bekommen und dann standen Leute vor meiner Tür und deshalb muss ich jetzt mal gucken, ob ich das hier so viel preisgeben will. Aber zur zweiten Frage, das Haus hat zwei Treppen, weil wir haben auch noch eine coole Dachterrasse. Soll das Haus drei Etagen, das ist nicht mehr auf einer Etage. Und ja, das war's mit dem Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute!